So, Freunde, da haben wir das erste Pack am Start. Maximal 88er Rating, Basis Hero. Let's go. Macht den Gönner-Modus an. Allein diesen Tunnel jetzt zu sehen. Das ist ein Scherz, Freunde. Das ist jetzt wirklich gerade ein harter Scherz, ne? Nee. Das können wir nicht akzeptieren, Freunde. Es kann doch nicht jetzt hier mit Campos losgehen. 27.000 Münzen auf dem Markt. Nein, Freunde. Ihr will uns hier direkt verarschen, oder was? Oh, das tut weh. Das tut gerade richtig weh. Oh, Freunde. Ich will euch bei der Stelle, wo wir gerade Campos nochmal gerade ziehen, ich will euch gerade nochmal mitnehmen auf die Szene, dass wir uns das gerade nochmal konkret anschauen. Also, Folgendes könnt ihr machen, ja. Und zwar, wenn ihr hier direkt geht, wird das direkt euch auch angezeigt. Das sind die Karten, die wir in dieser SBC direkt ziehen können, ja. Und hier können wir das Ganze dann eben nochmal filtern, weil ich die Frage immer bekomme. Wir können das Ganze sortieren, je nachdem auch nach Overall-Rating oder beispielsweise auch nach Preis, ja. Und dann können wir halt eben den Filter einmal draufsetzen, ja. Und da haben wir dann eben Dinatala, Azar, Touré, Ramirez eben als Beste mit Hamsik und so weiter und so fort. Ja, das Ganze sortiert, Marquisio, Matuidi, das sind halt natürlich auch noch große Fische, bis Cordoba und so weiter und so fort. Und in erster Linie wollen wir bei dieser SBC einfach einen Spieler haben, der teurer als die SBC ist. Und hier geht es dann los bei Marquez, Nakata, wo es dann Richtung 150k geht, Kessler, Guti, Beasley, Mascherano, Aljaber, ja, und da geht es dann quasi schon in die unter 100k-Grenze, wo wir dann sagen, das ist dann eher ein L, aber ihr seht auch, selbst hier auf der dritten Seite haben wir ja noch einiges, eben an Futter, ob die 85er graden sind, und hier haben wir halt dann 87er Campos, 27.000 Münzen wert, ach, das tut einfach weh. Und da stellt sich natürlich die Frage, Hero SBC, ja, gut gepriced, sagen wir mal jetzt 140.000 Münzen, aber es ist halt und es bleibt eine Gamble SBC. Craften, jetzt direkt machen die SBC, schwierig, Freunde. Mal gucken, ob noch ein paar Packs um die Ecke kommen und damit let's go und rein in die nächsten. So, Freunde, ich habe mal gerade in den Twitch-Chat gefragt, viele leider nicht mit dabei. Falls ihr mal euer Pack dabei schauen wollt am Mittwoch, das Ike oder Hero Pack, kommt gerne rum, und zwar natürlich bei Twitch. Link ist unten, wie immer, in der Videobeschreibung. Kommt gerne rum, Freunde. Ich bin ja sowieso jeden Tag für euch ab 17 Uhr live bei Twitch. So, jetzt machen wir aber noch das zweite Hero Pack bei mir hier auf der Road to Glory. Geben als letztes hier den 85er Greatest Call-Up mit Undav als 84er. Und ihr seht es, ja, High-Rated, dann Kane. Der Rest war, ich habe alles wieder im Verein gehabt, Freunde. Ich habe alles wieder im Verein gehabt. Nehmen uns jetzt hier das Goldpack noch mit und haben dann diese drei Segmente relativ schnell beisammen. Also ist wirklich eine top gepriced SBC, kann ich euch nur wirklich empfehlen. Und ich habe jetzt mal reingefragt in den Twitch-Chat. Viele grinden und craften das wirklich dann die komplette Woche. Viele haben es gemacht und vercheckt, dass ihr es quasi hier beischauen könnt für das Video. Das zum einen, deshalb die Information nochmal. Aber wie gesagt, grundsätzlich grinden oder öffnen. Ich würde auf jeden Fall sagen, Empfehlung geht raus. In 4 Tagen ja dann der Refresh. Potenziell nochmal eine zweite Möglichkeit. Und jetzt heißt es aber Daumen drücken. Maximal 88er bei mir auf der Road to Glory. First Owner Road to Glory. Es ist also doppelt wichtig, Freunde, dass hier was Gutes um die Ecke kommt. Ich sehe gerade, kommt wahrscheinlich gleich noch ein weiteres Pack um die Ecke. Also vielleicht sogar nicht das letzte, Freunde. Jetzt heißt es 3, 2, 1, maximal 88er Hero Basis. Bitte, yay, mach den Gönner-Modus an. Come on, ZOM, Japan. Preislich? Wo ist er preislich? Wo haben wir den preislich? Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Nakata, können wir ihn einbauen? Komm, bitte. Preislich. Ich sehe hier gar nicht in der Liste, es sind zu viele. Nakata, oh, yes, ist teurer als bei der SBC, Freunde. Nakata ist bei 171.000 Münzen. Let's go, Freunde. Let's go. Damit haben wir genau das, was wir wollten. Und zwar eine teure teurer als die SBC als Minimum. 87er Rating, Forster, ZM, ZOM, die Positionen. Ja, und damit können wir definitiv etwas anfangen. Er hat entscheidender Pass, er hat weiter Pass und aha, und ruhender Ball, Motor plus plus und Motor plus ZM, ZOM. Ja, ich hätte auch tatsächlich schon eine Idee, was wir damit anfangen, Freunde, mit ihm als Hero. Also, damit würde ich sagen, auf jeden Fall ein Win, weil teurer als die SBC und vor allen Dingen vorhin hatten wir ja Campos. Also, insofern bin ich mehr als zufrieden. Forster, Nakata, Freunde. Mal gucken, ob noch weitere Packs um die Ecke kommen. Danke fürs Daumen drücken und damit rein in die nächsten Packs. Let's go.
Und alle guten Dinge sind drei, Freunde. Das dritte, maximal 88 Bars Hero Pack. Bitte, yay. Mach den Gönner-Modus an. Come on, welche Position? Oh, ZOM again? Wir gucken preislich drauf. Ist bei, ups, falsch eingegeben. Wo ist er preislich bei? Ach du Jemene. Ich will es gar nicht aussprechen. Wir haben ratingmäßig jetzt das Highest Rated mit 88 Littmann, genauso wie Campos 26.000, 27.000 Münzen. Das tut fast schon weh. 3 Sterne, 4 Sterne. Ich meine, er hat 92er Reaction, 90er Ballkontrolle. Da sind Stats dabei, wo man überlegen kann. Aber ihre Devise, Finnland und dann der Preis. Das ist tatsächlich leider böse, Freunde. Also, das waren die drei Hero Packs fürs heutige Video. Wie gesagt, wenn ihr was beischauen wollt, schaut mal unten die Links in der Videobeschreibung. Checkt es gerne ab, Freunde. Und dann kommt gerne rum bei Twitch unter anderem. Lasst gerne Liebe da, wenn euch das Video gefallen hat. Wie gesagt, Support ist kein Mord, Freunde. Dankeschön für den Support. Und hier könnt ihr jetzt sehr, sehr gerne das Video von Sonntag mit der Bronze Pack to Glory nochmal abchecken. Sonntag geht's weiter. Ich freue mich drauf. Folge Nummer 2. Und wir sehen uns gerne auch morgen wieder natürlich. 19 Uhr Content. Ich bin da. Ich hoffe, ihr auch. Euch einen entspannten Abend. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.